Schreiben in seiner einfachsten Form. Einfach eine Auf- und Abwärtsbewegung. Das ist wirklich der einfachste Bewegungsablauf, der beim Schreiben möglich ist. Und wir betrachten mal, ob daraus schon Worte entstehen können. Lesen Sie auch Little oder Elite oder wer ist nicht Eitel oder der Titel. Na, das war nicht, da war der Schreibfluss unterbrochen, aber wir haben schon gesehen, worauf es drauf ankommt, ist das Wort bis zu Ende zu schreiben, ohne Unterbrechung und hinterher die I-Punkte und T-Striche dazu zu setzen. Das ist dieser Bewegungsablauf soll die Grundlage für die Schrift sein und wir gucken uns mal an. Es ergeben sich allein aus diesem Ablauf ergibt sich der Buchstabe E und das X. Und wenn wir die Striche ein bisschen nach oben ziehen, ergibt sich daraus das L und das T. Dieser Bewegungsablauf soll die Grundlage für diese Kursivschrift sein, die absolut einfach aus der Feder fließen soll. Das war die Grundvoraussetzung. Und die Einfachheit der Ausführung bedeutet, dass man diese Schrift natürlich dann in seinen eigenen Stil schreiben kann, in seinem eigenen Stil schreiben kann, sodass diese Schrift die Ausgangsform für eine, sagen wir mal, zweite Schrift ist, die zwischen der Handschrift und der Kalligraphie liegt. Und jetzt nochmal der Bewegungsablauf ganz aus der Nähe, aus einem anderen Winkel. Der Grundablauf, die Grundbewegung. Und jetzt einige kleine Worte wie little.